Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Pokémon. So, heute geht's für uns auf nach Route 8 hier und dann nach Twin Drake City. Wie lange es aber gedauert hat, irgendwie. Spiel ist halt, mein Charakter schon stehen geblieben, aber der Trainer hat mich erst gefühlt so ein paar Sekunden später bemerkt. Und Petsneef. Dann lassen wir auch schon mal Level 39, bald auf 40, dann haben wir alle schon mal mindestens auf 40 hoch. Er hat zwar überlebt, aber immerhin vergiftet, das heißt, er ist wenigstens tot. Und dann müssen wir trotzdem rauswechseln, denn der Charm ist uns ein bisschen nervig. Schlammbombe, ne, wir haben Gift-Tip. Schlammbombe ist speziell, brauchen wir nicht. Gehen wir hier auf Geld raus. Bam, bam, bam. Und der Kaktus, den gehen wir aber wieder zurück. Gift-Dieb. So, kriegen wir eine Beere geschenkt, dann haben wir Beere. Eine Pfirsichbeere. Was haben wir hier? Ein Giftstich, der ist auf jeden Fall ganz praktisch für Arbok. Erstmal noch Schutz einsetzen, weil wir wissen ja, hier die Fitzen sind Pokémon. Mit Giftstich und Schatten, das können wir halt immer dann gucken, ne, gegen wen wir gerade kämpfen müssen. Wenn wir gerade wissen bei der, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was bei der Top 4 alles drin ist für Typen. Wenn wir halt wissen, jo, da ist gerade ein Psychotyp drin, tun wir einen Schatten da auf unser Arbok. Wenn wir wissen, da ist jetzt gerade ein Pflanzentyp, dann machen wir da einen Giftstich drauf. Mit den Attacken wir dann halt mehr brauchen. Ein Quabbel. Ja, das ist der Typ Geist, also schön Knirscher drauf. Ich hab noch so Falten unter den Augen, ne? Ich weiß, als wenn er schon mega alt wäre. Na, Knirscher blockiert, okay. Ja, solange es kein Geist-Pokémon rauskommt nochmal. Und entdären. Da kriegen wir auch einen Gift-Tip-Pin. Die Vergiftung tötet das diesmal aber leider nicht. Aber das bringt ja auch nichts. Das heißt, es sind bei Level 40. Ich glaube, ich werde Arbok dann auch einfach vorne lassen. Wenn wir gleich bis 42 weitermachen. Ich glaube, 43 werden wir wahrscheinlich eh nicht mehr umlegen mit ihm erreichen. Wäre die nächste Arena. Nicht, dass wir das schaffen. Barschuft. Wo angelt der eigentlich? Ist das nicht einfach nur eine Fitze, die durch den Regen entstanden ist? Oder? Warum ist der hier oben ein Angler? Die Pokémon ist ja auch immer vom Himmel runtergefallen, oder wie? Also nochmal Vergiftung, Alter, what the fuck?
Ganz schön oft vergiften wir die Leute hier heute. Dann hat nur ein Volltreffer. Na gut, gibt mir auch nicht mehr viel. War ja eh tot. Noch ein paar Schöpfungen bleiben einfach drinne. Das eine konnte gerade auch nicht viel. Und Knirscher. Trainer? Nee, das nicht. Doch. Hä? Hey. Also wenn das der Trainer, den man erstmal ansprechen muss, auch so mega komisch. Fisch. Da ist ja schon Half-Life mittlerweile, ne? Das kann schon gefährlich werden. Der so ein bisschen stärkere Attacke hat. Wenn er noch crittet. Da One-Shot tun wir den nicht. Ich glaube, wir wechseln einfach mal raus. Aber okay, das ist schon steht einfach. Ja, gut für uns. Kriegen wir ja kein Damage. Wenn wir raus weg sind. Wie viel Leben hat das Ding eigentlich? Dass die Lebensanzeige so langsam runtergeht. Es muss ja so viel Leben haben. So, ah, hier ist die Brücke schon. Was bist du hier noch für eine? Hey, ein Heißbrocken. Wer ist es denn? Ey, da arbeite mich erstmal eine halbe Stunde zu. Und Bell kommt. Letzte Zeit habe ich mir so meine Gedanken gemacht. Ich meine darüber, was ich machen möchte. Auch darüber, was ich überhaupt erreichen kann. Ich wäre natürlich gerne ein bildschönes Mannequin wie Camilla. Andererseits würde ich mein Leben auch gerne der Forschung der Pokémon widmen. Wie Professor Escher ist zum Beispiel tot. Aber dafür reicht mein Wissen über die Pokémon noch nicht aus. Also muss ich noch viel mehr Kämpfe bestreiten. Ah ja, logisch. Ja, du wärst nämlich Pokémon-Professor nicht, dass du irgendwelche Forschung machst oder Bücher liest oder sonst irgendwie Informationen über Pokémon sammelst, sondern du Kämpfe machst. So haben Pokémon-Forscher ihr Wissen über Pokémon bekommen, auf jeden Fall. Okay, Bisbark, da wechseln wir auf jeden Fall gleich wieder raus, weil wenn das hier irgendwie so einen Bodycheck einsetzt, war es mit Abend. Ja, beide Bedroher. Dann gehen wir noch irgendwo raus, hier auf Bob, weil dann macht er einen Bodycheck, wir kriegen kaum Damage. Also ich gehe davon aus, dass irgendwie sowas kommt. Eine Heimzahlung. Oh, das macht das eigentlich gar nicht so viel, ne? Sagen wir, keinen von ihnen getötet haben. Man war so ein Volltreffer. Okay, dann einmal Dampfwalze. Ich hab mir gerade überlegt, ob ich auch Tarnsteine auslege. Bei drei Pokémon hat die ja noch. Das ist, glaube ich, sind sogar immer noch langsamer als der da. Ist ja so nicht. Ja, mit Tarnsteine natürlich, bitteschön. Tja, aber Schaufel einsetzen, ne? Macht ja am meisten Damage. Okay. Aber auch wieder. Das Ding ist, wenn ich jetzt wüsste, ich wäre schneller als der. Aber ich bin ja schneller als der, ich habe die Initiative gesenkt. Das eigentlich sollte ja ein Giftig mehr ausreichen, oder nicht? So, easy. Omnivora. Ja, dann Tula. Das ist einfach die Kreuzschere auf Gewaltreich so unbedingt notwendig, ne? Wir haben ja eigentlich einen Käfer-Pokémon. Das heißt, wenn das nicht unbedingt schon fast tot ist, warum nicht das benutzen? Gut, doch gegen so einen Omnivora wäre wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie die Stats sind, aber hat das ja auch eine hohe Spezialverteidigung? Das ist aber bei vielen solchen Pokémon so, dass sie auch eine hohe Spezialverteidigung haben, oder nicht? Wäre vielleicht ein physische Kreuzschere dann ein bisschen besser gewesen. Ja, macht ja auch keinen Unterschied hier. Wenn Beschwörung da einsetzt.
Na, er tut auch schon Level 42 erreicht. Also eigentlich ist das quasi ready. So, da steht er. Wo bleiben wir da drin, ne? Er ist ja jetzt ein Donnerblitzer praktisch, ne? Weil Elektronest kann sogar einfach nicht reichen, weil er zu schwach ist. Und Voltwechsel wechselt sich dann einfach halt automatisch raus, ne? Ja, machen wir zweimal Elektronest. Aber nicht, dass uns das jetzt irgendwas kann mit irgendeiner Attacke. Okay, reicht sogar. Da weiß man, wenn die Attacken so schwach sind, ob das dann wirklich reicht. Und sehr brühe, ja, gut, damit du nicht alle Erfahrungspunkte bekommst. Regeln wir das auch nochmal auf die Kreuzschere. Ja, ja, sehr pyroyal. An sich mit der versteckten Fähigkeit schon eigentlich relativ stark, ne? Also hat sie halt nicht, aber ist halt schon eigentlich echt dumm, die Umkehrung. Wenn du halt Blättersturm einsetzt, aber danach nur plus 2 Angriff, Spitzangriff bekommst, ist dann echt schon richtig bescheuert, ey. Aber so an sich ist sonst. Ich bin einfach kein Fan von Pflanzen-Pokémon, weil einfach die Pflanzenattacken alle so kacke sind. Weil sonst hast du halt Feuerstoff, Hydro-Pumpe so, relativ stark, macht aber Damage ohne Nachteil, hat halt nur nicht so eine hundertprozentige Genauigkeit, aber finde ich immer noch besser als wie, du hast irgendwie so einen Blättersturm, der den Spezialangriff um 2 senkt, oder so einen Blättertanz, der dann dich verwirrt danach. Was haben wir noch? Holzhammer, was ihn auch Schaden macht. Also ich gehe doch mal nochmal wieder raus. Dann habe ich lieber so eine 80%ige Genauigkeit auf meiner Attacke und dafür macht die einfach Damage und ich habe keinen Nachteil davon. Ganz ehrlich, wenn du einmal Blairsturm einsetzt, danach kannst du dein Pokémon auswechseln. Was willst du mit einem Pokémon, was minus 2 Spezialangriff hat? Das wird dir auch nicht mehr weiterhelfen. Deswegen, also Pflanzen-Pokémon sind echt immer so Pflanzenstarter, sind deswegen für mich immer schon so eine Wahl, die einfach nicht zu nehmen, deswegen. Oh Nico, ich komme ja aus dem Stamm gar nicht mehr raus. Dafür hast du ein kleines Geschenk richtig verdient. Ja, wenn du mich aber heilen würdest, anstatt mir Top-Genesung zu geben. Jetzt kann ich jetzt nämlich erstmal zurücklatschen und mich nochmal hochheilen hier. Als mir dieser Schufte von Team Plasma in Stratos City mein herzerlebtes Pokémon entrissen, da habe ich zum eigenen Leib gespürt. Wenn dieses vermaledeite Team Plasma nach eigenem Gutdünken den Leuten ihre Pokémon stiehlt, bricht es so zahllose Menschen das Herz. Nico, ich bitte dich, gebiete den Schurken von Team Plasma und ihren Machenschaften Einhalt. Niemand hat das Recht, Pokémon von den Menschen zu trennen, die sie lieben. Doch das ist auch dein Wunsch, nach dem du strebst, nicht wahr, Nico? Das ist doch eher die Wahrheit, der du zu ihrem Recht verhelfen willst. So, das wäre dann auch schon alles, was ich dir sagen wollte. Es tut mir echt leid. Ich hätte dich nur allzu gerne ein wenig aufgeheitert, aber die Lage ist nun einmal ernst. Und schließlich bist du ja nicht aus Zucker. Jetzt wäre ich im Regen auch schon zerfallen. Nun denn, alles wird gut. Nein, es wird besser als gut, glaub mir. Drauf gebe ich dir Brief und Siegel. Das labern die echt immer mit dem komischen... Welcher Mensch redet denn so? Heutzutage noch, hier gebe ich dir Brief und Siegel drauf. So, what the fuck, verlieren wir hier Mittelalter oder was? Wer redet denn so noch? Also, es ist übelst sehr oft so, dass die irgendwelche Redewendungen benutzen und mir denken, Alter, so redet doch kein Mensch. Wieso haben wir das hier so eingefügt, ey? Also, bis dann, ciao. Ja, danke schön, dass du mich nicht heilst. Das heißt, ich kann erstmal zurückfliegen. Mich einmal heilen. Weil wir einfach 3 halbtote Pokémon haben und ich dafür nicht die ganzen Übertränke heraushauen will. Aber wenn ich gerade hier bin, werde ich eh nochmal kurz wieder einkaufen. Den Schutz hatten wir ja auch nicht mehr wirklich. Das finde ich auf jeden Fall ganz praktisch. Was Ding ist, nach Hardbrücke ist ja nicht einfach die Stadt. Da haben wir schon gesehen, letzte Folge ist nach Hardbrücke kommt noch Route 9, das heißt, da haben wir auch Trainer. Auf Hardbrücke, keine Ahnung, bisher waren die auf den Brücken keine Trainer, ne? Also von daher gehe ich auch nicht davon aus, dass das jetzt welche sind. Aber wenn danach noch eine Route kommt. Dings, da habe ich auch, das ist auch hier Einkaufszentrum drauf. Aber, ja, ich hab schon mal geguckt, ob es irgendwelche Terms oder was gibt. Deswegen, da gibt es aus irgendeinem Grund einfach nur Hyperstrahlung und Gigastoß, ey. Was man auch denkt, das ist ein tolles Kaufhaus. Also, in jedem anderen Kaufhaus, in jedem anderen Spiel, einfach immer, immer hier die ganzen TMs und sowas drin. Und hier einfach so, ja, du hast nur einen Hyperstrahlung und Gigastoß. Ist auf jeden Fall sehr geil, ey. Oh, ja, erstmal auf Zurückdrücken. So, ich denke, sie haben später noch die Siegelstraße. Komm, ich fülle einfach mal auf 19 jetzt auf 20. Das sollte doch eigentlich für das Rest des Spiels dann reichen. Wir haben noch Siegelstraße, einfach durch die Höhle gehen. Tatsächlich haben wir auch nur zwei. Wir haben ja Route 9 noch. Dann das Stück vor der Siegelstraße und die Siegelstraße, oder nicht? Ich mache die Karte nochmal kurz auf, einfach mal nachzuschauen. Ding ist, also 4 kommt da nicht mehr unbedingt. Oh, wir haben hier Route 9.
Dann haben wir, was ist das hier? Route 10, Siegestraße. Aber das ist ja alles Postgame, was ich, das werden wir nicht unbedingt machen. Wir werden, also ich werde noch, wenn ich das Pokémon-Liga durch habe, die Story durch, dann werde ich das Projekt auch beenden an der Stelle. Weil ich glaube, storymäßig war einiges mehr. War das Postgame, sag mal Anführungszeichen Story, nicht dass er hier mit, wie hieß denn der, Lebel, um einfach diese sieben Weisen da sucht? Also das ist ja nicht so wirklich, dass es das eine Story noch hat, das Postgame. Und von daher kann ich mir das auch sparen, ne? Hallo? Darf ich keinen Server einsetzen an der Stelle? Bitte. So, dann sind wir wieder an der Brücke. Schutz wirklich mehr, den brauche ich hier nicht. Oh, da steht ja wieder Jesus-Freund hier. Komm, wie du befohlen hast, Meister. Wie du befohlen hast, weil sie bringt mich immer so 3 Meter, so, als wenn ich da nicht E-Längs laufen würde. Ich bin zutiefst beeindruckt, du hast also den Lichtstein an dich bringen können. Meine aufrichtige Anerkennung ist dir somit sicher. Stell dir nun vor, dass Meister ein, ach ja, ein gar wahnwitziger Gedanke nagt an ihm und lässt ihm keine Ruhe mehr finden. Er ist der festen Überzeugung, dass die beiden Trainer, welche die legendären Drachen-Pokémon ihr eigen nennen, sollten sich in einer entscheidenden letzten Schlacht gegenüberstehen und dem rechtmäßigen Helden zu ermitteln. Welch eitle Narretei. Was? Narretei? Was ist denn eine Narretei? Ist das nicht Narretei? Nee. Naja, irgendwas von Narr sein halt. Narretei. Dabei wurde ihm doch die Berufung, der Neuheld zu werden, in die Wiege gelegt und ihm überdies von Kindesbein an eine Erziehung und Ausbildung zuteil, die einzig dem Ziel diente, ihn auf dem vorbestimmten Wege zu unterstützen. Selbst das legendäre Drachen-Pokémon erkennt ihn bereits als neuen Helden an. Seine Gedankengänge sind manchmal eben unerklärlich und unvorhersehbar. Und jenes hehre Vorhaben, die Pokémon zu befreien. Wir werden den dummen und leichtgläubigen Menschen ihre Pokémon ein für alle Mal entreißen. So wird sich keiner dieser einfältigen Trainer uns je wieder in den Weg stellen und uns unsere Pläne durchkreuzen können. Die Pokémon werden uns allein gehorchen. Hörst du uns allein? Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wenn man meisterhaftes Vorhaben erst Früchte trägt, dann werden diese törichten Trainer Lampfrom nach unserer Pfeife tanzen und all ihre Pokémon in die Freiheit entlassen. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 100, schließlich 1000. Weder Champ noch die Alter werden diesem gewaltigen Alalas Einhalt gebieten können. Und so wird schließlich der bloße Besitz von Pokémon als himmelschreiendes Unrecht gebrandmarkt und geächtet werden. Selbst Menschen wie die arme Belle werden letztlich überzeugt sein, der Gerechtigkeit einen Dienst zu erweisen, wenn sie ihren Pokémon die Freiheit schenken. Die Wette wird ihr Antlitz wieder unwiederbringlich ändern und das, was wir erkannten, wird nie wieder sein. Nie wieder. Auch wenn du Besitzer dieses Steines bist, so bedeutet das noch lange nicht, dass das legendäre Pokémon dich anerkennen wird. Und erst recht nicht, dass du das Zeug zum Helden hast. Solltest du es jedoch einfach nicht übers Herz bringen, dich von deinem geliebten Pokémon-Team zu trennen, so wünsche ich dir viel Mut und Glück. Du wirst beides brauchen. Ja, schön, dass du mir aber wieder alles erzählt hast, was ihr eh schon weiß. Hat er mir schon 30 Mal erzählt, dass sie alle Pokémon befreien wollen. Eigentlich sagt er immer wieder dasselbe, nur mit anderem Wortlaut. Das ist doch geil, ey. So, das ist kein Trainer, kommt keine Musik. Hey Pitcher, auf deiner Position, gleich kommt der Ball Nummer 1. Was da? Hat man aber Schalter gegeben. Was ich gerade in den Kopf geschaltet habe, ist übrigens die TM56 Schleuder. Sie möchte jetzt dem Ziel Schaden zufügen, indem Items nach ihm geworfen werden. Die Höhe des Schadens hängt dabei von dem geworfenen Item ab. Ist ja nett. Jetzt haben wir hier ein paar Rowdies, wie es aussieht. Hui, haben wir die, wie heißen die denn hier? Raufbold? Rabauke? Ne, ich sehe immer mal Rabauke. Glaub nicht. Rowdy heißen die einfach so einfach. Alles klar. Ja, das ist so praktisch, das Matchup hier. Gehen wir doch mal wieder raus. Ja, tanken wir jetzt einfach, weil ganz ehrlich, auf Aerodactyl jetzt rausgehen, ist halt auch nicht so viel, weil das kann ja wiederum auch nicht wirklich. Obwohl, ja, Ram. Falsch. Auf der Ecke raus, Pokémon. Stalos.
So. Er tut doch jetzt ist wahrscheinlich gewonshottet dann danach halt, ne? Kann er jetzt nicht unbedingt. Den zweiten jetzt nochmal schaufeln. Er wollte wieder nicht nochmal schaufeln einsetzen, also kann ich eigentlich easy fliegen einsetzen, wa? Viel Masse. Ist mehr so fällt langsam, ja. Haha, One-Shot. Ich muss sagen, habe ich jetzt nicht gedacht, dass es gewonshottet wird, aber hey. Und ein Zuro-Kex. Du kannst einfach drinbleiben, ne? Kriegst du jetzt immer noch nicht? Muss ich einfach mal entwickeln hier? Wie viel ist denn das jetzt mittlerweile? 36. Entwickelt sie jetzt echt erst so spät? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Weiterentwicklung über Peace. Ich weiß also, wie die aussieht. Aber mein Name fällt mir gerade gar nicht mehr ein. Was irgendwie erst mit I? Iro-Kex oder so? Nee, keine Ahnung. Irgendwann werden die bestimmt noch sehen. So. Sind die beiden, die unten stehen, ist das ein Doppelkampf? Was ist hier so einzeln? Hatten wir schon mal einen Doppelkampf in der Generation hier? Doch nicht, oder? Doch. Ich glaube, einmal hatten wir mit Sharon einen Doppelkampf zusammen gegen Team Plasma, oder nicht? Okay. Das hier dasselbe wie gleich. Genau, wie eben. Die Frage, wenn ja. Geht aber gleich auf Aerodactyl raus. Hoffen wir einfach mal, dass er jetzt wieder Schaufel einsetzt. Allerdings ja eine Bodenattacke. Oh. Also nicht so praktisch, muss ich sagen. Das heißt wiederum, dass unser Flügelschlag den eigentlich töten müsste, wenn wir treffen. Und wenn wir nicht treffen, dann tut es auf jeden Fall für uns weh. Perfekt. Und ein Gift-Pokémon. Dann können wir noch Bob rausholen. Bob. So, Schaufler. Ja, komm, mach kein Damage. Also Stahl-Pokémon sind. So ein Stahl-Pokémon dabei zu haben, ist schon irgendwie immer ganz nice, muss man ehrlich sagen. Aber die aber so viel halt wegtanken, weil das so viel dagegen uneffektiv ist. So, haben wir so einen Doppelkampf? Wenn ja, wen wollen wir noch hier oben haben? Eigentlich können wir den Peach ja verlassen, ne? Vom Level her, ist noch 40. Ist das hier ein Doppelkampf? Jo, tatsächlich. Einer der wenigen. Beide ein Pokémon. Beide uns so kriegst du noch mal. Tja, jetzt töten wir auf jeden Fall mit einem Flügelschlag. Ja, und wenn wir jetzt sogar Schaufel ein, damit du nicht angegriffen wirst, dann ist so nun aber noch ein Flügelschlag und fertig. Das andere würden wir nicht, auf jeden Fall nicht one-shotten. So, ich hoffe mal, dass der jetzt den angreift. Genau. Perfekt, perfekt, perfekt. Bam. So, dann haben wir jetzt das Einkaufszentrum, was uns nichts bringt. Weil, was ich da kaufen kann, kann ich gefühlt auch ein normales Pokémon-Center kaufen. Das ist auch das erste Mal, dass wir dich hier sehen. Stahl und Licht. Na gut, können wir ja einen Schaufel dafür einsetzen auf jeden Fall. Ich wusste eigentlich gar nicht. Das hat ja hier auch in Kamezin auch eine Weiterentwicklung bekommen. Ich wusste auch vorher gar nicht, dass es überhaupt so kacke ist. Weil ich weiß auch ehrlich gar nicht, wie die Stats von der Weiterentwicklung von dem Ding hier sind, aber da es eine dritte Weiterentwicklung bekommen hat, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass sie allzu gut sind, die Stats. Das hat ja keine dritte Weiterentwicklung bekommen. Okay, da hätten wir auch noch einen Trainer, da wären wir eh in der Stadt. Tatsächlich brauchen wir noch nicht durchtauschen. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Erfahrung.
Denn wir wären eben schon vor der Arena, das ist ja die Fahrer, ich meine anderen Pokémon dann noch hoch. Jetzt können wir nicht sehr effektiv angreifen, also dann würde ich schon gerne Level 42 sein mit meinen anderen Pokémon, ne? Das heißt, ich werde einfach zur nächsten Folge meine Pokémon alle auf Level 42 batschen. Dafür gegen die Drachen tut man auch eine gute Chance haben, wie gesagt, wenn wir nichts Effektives haben gegen den. Weil wir wegen des Stardust da quasi die Drachenattacken wegtanken kann. Aber ansonsten ja, keine Eisattacken und keine Drachenattacken-Team. So, es kommt jetzt noch irgendeine Szene, weil wenn die Stadt gehen, die dann sagen, oh hier, schnell geht's zum Arena-Tag, frag den mal wegen der komischen Lichtstein. Das kann man jetzt überhaupt gegen den kämpfen, aber es ist noch irgendwas Story-mäßiges, wegen der Lichtstein überhaupt kommt. Das ist auf jeden Fall eher. Und Eko, hier entlang. Ach, er schon wieder, ey. Ich sag mal, wenn er redet zu, wieder dasselbe labert zum 100. Mal. Wie ist das, dieser Lügner? Mit seinem manipulativen Gerede will er nur halt das Licht führen. Ja, jetzt hören wir wieder zu. Hört mich an, ihr guten Leute. Unser König, seine Majestät N, hat seine Kräfte mit dem legendären Drachen-Pokémon vereint. Gemeinsam werden sie das Land der Verheißung schaffen und uns in eine glorreiche Zukunft führen. Und so wiederholt sich die Legende von der Gründung Einheit durch den Helden. Held, Drache, Legende. Im Gegensatz zu uns einfältigen Menschen wurden die Pokémon Fähigkeiten, die unsere Vorstellungskraft bei Weitem übersteigen. Es gibt so vieles, das wir von ihnen lernen können. Wir müssen nur ihre Einzigartigkeit anerkennen und ihnen dabei helfen, das Joch abzuschütten, das wir Menschen sie so schmählig gespannt haben. Befreien die Pokémon. Darum hört ihr, guten Leute, gründet mit uns Team Plasma jedes neue Land. Ein glückseliges Land, in dem Menschen und Pokémon sich gleichermaßen am erquickenden Trunk der Freiheit berauschen können. Sprengt daher zunächst die Ketten, die eure Pokémon zu Leibeigenen machen. Euer ergebener Diener Jesus sagt tausend Dank für eure werte Aufmerksamkeit, ihr guten Leute, der Frieden sei mit euch. Stimmt das? Haben wir die Pokémon unterdrückt? Sollten wir die Pokémon freilassen, so wie es Team Plasma sagt? Bitte nicht, und meine Pokémon werden doch plötzlich so schrecklich einsam. So, da rechts haben wir auf jeden Fall schon unseren Arena-Leiter. Was soll das Ganze? Was er da gesagt hat, ist doch Unsinn. Die eine Region entstand damals, in der Pokémon und die Menschen zusammengearbeitet haben. Falls die Pokémon diese Beziehung zu den Menschen nicht wünschen würden, hätten sie uns längst verlassen. Ein Pokéball kann vielleicht ein Pokémon fangen, aber nicht seine Gefühle. Wollen wir, Neko? Lange nicht mehr gesehen, Lilia und Lysander. Oh, Laura und das Mädchen von neulich. Was denn? Was sucht der Champion und der Pokémon, der Pokémon-Liga den Rücken gekehrt hat, seit wir in die Lande durchstreift? Ich komme gleich zur Sache. Verrate ihm alles über die legendäre Drachen-Pokémon. Meinst du Zekrom oder Reshiram? Warum interessiert dich das auf einmal? Bei der kleinen Ansprache von hat dieser wichtige, windige Schießes doch gesagt, dass ein Trainer namens N Zekrom wiedererweckt habe. Oh, und dieser Trainer mit dem Namen N hat Neko aufgetragen, das andere Drachen-Pokémon zu suchen. Ich werde nicht ganz schlau aus diesem N. Für seine eigene Überzeugung will er den beiden Drachen-Pokémon gegeneinander kämpfen lassen. Was? Aber die beiden Drachen-Pokémon sind doch jetzt Freunde. So ist es, Lydia. Die Trainer sind es, die Pokémon gegeneinander kämpfen lassen. Und sie tun das, damit sich Trainer und Pokémon noch besser verstehen. Also dann, ich mache mich auf zur Pokémon-Liga. Was sollte ich sagen, ich kehre dorthin zurück. Natürlich werde ich N besiegen. Ich werde ihm die Augen öffnen und ihm zeigen, dass die Welt so wie sie jetzt ist, eine Welt, in der Trainer und Pokémon in Harmonie zusammenleben, gut ist. Was dich angeht, Neko, ich werde als Champ auf dich warten. Also hol dir den Orden von Twin Drake City und komm zur Pokémon-Liga. Aber sieh dich vor, der Arena-Leiter von Twin Drake City ist sehr stark. Oh, das ist halt der Letzte, ne? Also verlasse mich auf euch, Lysander und Lydia. Jetzt ist er weg. Ob er in Ordnung ist, er hat so ein finsteres Gesicht gemacht. Mach dir keine Sorgen, Lydia. Er ist der stärkste Pokémon-Trainer der ganzen Einheit-Region. Neko war dein Name, richtig? Bitte komm zu mir nach Hause. Es ist, wie Lauro gesagt hat, ich will dir alles über das legendäre Drachen-Pokémon erzählen, was ich weiß. Ja, wärst du so lieb vorauszugehen? Die Geschichte von Zekrom und Reshiram, wir erzählen sie dir. Und ich führe dich durch Twin Lake City hier entlang. Da geht's lang. Okay, dann würde ich aber jetzt hier mal die Folge beenden und dann, wie gesagt, level ich meine Pokémon schon mal hoch. Dann, keine Ahnung, wir reden ja wahrscheinlich in nächster Folge noch ein bisschen mit denen und dann werden wir auf jeden Fall die Arena machen.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.